Monika Baumgartner litt mehrere Monate lang unter Muskelschmerzen am ganzen Körper. Sie kann nur im Liegen aushalten, denn selbst bei der kleinsten Bewegung quälte jede einzelne Faser Monika Baumgartner so sehr, dass es ihr die Tränen in die Augen trieb. Auch starke Tabletten konnten die Qualen kaum lindern. 12 verschiedene Ärzte hatte Monika Baumgartner schon aufgesucht. Eine furchtbare Odyssee. Doch jedes Mal war sie unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt worden, die Ärzte konnten nichts finden. Sie sagten alle, ich müsse mich darauf einstellen, ein Leben lang diese Schmerzen zu ertragen, erzählt die 71-Jährige. Den Rest des Lebens unter größten Schmerzen verbringen zu müssen, die Schauspielerin konnte sich ausmalen, was das bedeuten würde. Denn als junge Frau hatte sie etwas Ähnliches schon einmal durchlitten. Damals hatte sich bei ihr ein äußerst schmerzhafter Tumor in der Leiste entwickelt, den die Mediziner seinerzeit nicht erkennen konnten. Und es dauerte ganze 15 Jahre, bis ihr endlich geholfen wurde. Monika Baumgartner, ich war in Amerika, in der Schweiz, in London. Ich war bei Wunderheilern, Heilpraktikern, überall. Nichts half. Zum Schluss hatte ich schon Zahnkaligift besorgt, weil ich nicht mehr konnte. Die ersehnte Rettung brachte damals die Erfindung der Computertomographie. Durch sie wurde der Tumor entdeckt und erfolgreich operiert. Sollte ihr ein solches Martyrium nun ein zweites Mal bevorstehen? Die Schauspielerin war völlig verzweifelt. Zum Glück erkannte ihr Bergdoktorkollege Hans Siegel den Ernst der Lage. Monika Baumgartner, er empfahl mir einen befreundeten Spezialisten, und der stellte endlich die richtige Diagnose. Es war Polymalgie, eine Autoimmunkrankheit, die sich heutzutage dank Cortison behandeln lässt. Monika Baumgartner ist ihrem Kollegen Hans Siegel aus tiefstem Herzen dankbar. Denn lebenslange Schmerzen blieben ihr nun erspart.